Nachdem Hertha in Luckenwalde mit dem 3:2-Sieg den letzten Tabellenführer entthront hatte, schaffte sie heute dasselbe Kunststück nochmal mit dem amtierenden Spitzenreiter BFC Dynamo. Ante Čović sagte vor dem Spiel, der BFC komme zu einem guten Zeitpunkt. Čović feierte übrigens heute seinen 46. Geburtstag. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Sein Team wollte ihm auf jeden Fall 3 Punkte in den Geschenkekorb legen und zeigte von Beginn an einen couragierten Auftritt. Die erste Chance gehörte allerdings dem BFC, der hier mit Joey Breitfeld an Nils Körber scheitert. Atemona legt unfreiwillig auf Breitfeld ab. 13. Minute, nächster Angriff. Das ist Alexander Siebeck, der legt nochmal zurück auf Breitfeld und der sucht Christian Beck in der Mitte, aber der Kopfball hat zu wenig Druck. Leichtes Spiel für Nils Körber. 2 Minuten später, nächster Angriff des BFC Dynamo. Beck verlängert auf Breitfeld, der legt zurück und das ist Alexander Siebeck mit dem 1:0 in der 15. Minute. Ein schön herausgespielter Treffer. Zweites Saisontor für Alexander Siebeck. Sein Team ist wieder auf Erfolgskurs. Christian Benbenek. Ali Abu Alfa hatte bislang noch keine Torchance seiner Mannschaft gesehen. Er saß zunächst auf der Bank, weil er heute schon im Testspiel der Profis eine Halbzeit lang eingesetzt wurde und auch direkt 3 Tore geschossen hat. Er kam in der zweiten Hälfte noch einmal zum Einsatz. Kurz vor der Pause nochmal ein Freistoß für die Hertha. Joel Bustamente legt sich den Ball zurecht. Aber das ist zu harmlos. Hertha geht mit dem 0:1 Rückstand in die Pause. Christian Benbenek hatte eine dominante erste Halbzeit seiner Mannschaft gesehen und Trainer Ante Čović musste sich dagegen etwas einfallen lassen. Seine Mannschaft kam mit viel Schwung aus der Kabine und zeigte erfrischenden Offensivfußball. Das ist Winkler und der zieht einfach mal ab. Erste gute Möglichkeit für die Hertha-Bubis in dieser Partie durch Martin Winkler. Und es sollte nicht die letzte bleiben. 2 Minuten später, das ist Toni Fuchs, der Kapitän, mit der Flanke wieder auf Martin Winkler. Und da muss sich der Keeper Stajila ganz schön lang machen. Ein tückischer Aufsetzer und ein super Reflex des Keepers von BFC. Innerhalb von 2 Minuten bleiben 2 Chancen durch Martin Winkler ungenutzt. Nur 2 Minuten später, wir sind in der 51. Minute. Der BFC störte früh, stand hoch und presste. Körber, was macht Körber da? Beck ist dazwischen und das ist das 2:0. Christian Beck, die Tormaschine aus Ost-Berlin mit seinem 8. Saisontreffer. Was für eine Quote, pro Spiel ein Treffer. Was für ein Bock von Nils Körber. Dabei hatte er bis dahin so gut gehalten. Seine Mannschaftskollegen zeigten allerdings Moral. Sie wollten unbedingt das Spiel drehen. Čović auf den eingewechselten Scherhand, aber der läuft ins Abseits. Der BFC Dynamo fand nicht mehr so recht ins Spiel, hatte den Zugriff ein wenig verloren. Hertha startete den nächsten Angriff. Jonas Dürkner, der raus auf Čović. Elegant macht er das und dann der Rückpass wird aufgehalten von Chris Rea. Handspiel. Chris Rea ist dagegen. Er sagt, er hat ihn mit der Brust berührt. Wir schauen nochmal drauf. Ja, der Ball berührt die Brust zuerst, aber dann auch den Arm. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Henry Müller. Timur Geiret tritt an im Duell gegen Dimitri Stašila. Der Anschlusstreffer in der 61. Minute. Timur Geiret mit seinem 2. Saisontor.
4 Minuten später. Nächster Angriff der Hertha mit Florian Haxa. Der setzt sich gut durch auf dem Flügel. Und dann ist es ein Eigentor von Marcel Stutter. Die Aufholjagd ist geglückt. Hertha belohnt sich für Moral und Einsatzwille. Marcel Stutter läuft förmlich in diesen Ball hinein und kann die Richtung nicht mehr beeinflussen. Dann gehen die Dynamo-Fans ein bisschen auf die Barrikaden. Sie sind nicht einverstanden mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen, aber den Ausgleich hat sich Dynamo selber zuzuschreiben. Die haben Hertha einfach machen lassen. Nach dem Ausgleich kam das Team von Christian Benbenek aber wieder. Freistoß durch Justin Möbius, der wird zunächst abgewehrt. Dann kommt der Ball nochmal in den Strafraum. Chris Rea versucht den Fallrückzieher, der wird zur Bogenlampe und Pollasch aus der Drehung. Der Kapitän Andreas Pollasch mit der Möglichkeit zur Führung. Die 80. Minute. Ein langer Ball von Breitfeld auf Bolicki. Atemona mit dem Stellungsfehler, Bolicki ist durch und der macht es 3:2. Ander Bolicki, gute 10 Minuten im Spiel, für Daryl Goertz eingewechselt, macht sein 4. Saisontor. Toll, wie er den Ball hier mit dem Kopf mitnimmt und dann im Lauf gut kontrolliert. Atemona abschüttelt und dann mit ein bisschen Glück durch die Beine von Nils Körber. Die Hertha-Bubis machten weiter. Sie gaben nicht auf, zeigten eine Wahnsinnsmoral. Das ist Dürkner, wird nicht angegriffen und er versucht sie wieder aus der Distanz. Gute Möglichkeit für den 19-jährigen Mittelfeldspieler. 5. Minute der Nachspielzeit. Noch einmal die Hertha. Der Ball geht raus und dann kommt die Flanke in den Strafraum. Schieler greift daneben und Čović kommt zum Fall. Schiedsrichter Henry Müller gibt Strafstoß. Was für ein Finish. Doch noch die Chance in letzter Minute für die Hertha zum Ausgleich. Wir schauen nochmal hin. Marcel Stutter hier vor Stajila fährt jetzt das Bein raus. Kontakt ist da. Čović nimmt es auch ein bisschen an. Und es gibt Gelb-Rot für Marcel Stutter, der schon in der ersten Halbzeit die Gelbe gesehen hatte. Alle Proteste helfen nichts. Maurice Čović, kann er seinem Vater wenigstens einen Punkt zum Geburtstag schenken? Den ersten Elfer konnte er nicht halten. Dimitri Stašila, macht er seinen Fehler wieder wett. Čović und Pfosten! Was für ein Ende! Die Hertha-Bubis schaffen es nicht, sich zu belohnen für diese tolle Moral und den Kampfgeist. Insgesamt war es ein hochklassiges Spiel von beiden Mannschaften, denen der BFC Dynamo das etwas glücklichere Ende erwischt hat. Ich habe nur lobende Worte für meine Mannschaft heute, weil die einfach unfassbare Moral gezeigt hat. Wir haben uns von nichts unterkriegen lassen. Und ich glaube, da auf einer Strecke jemand als Ausbilder zu sein, kann man sagen, dass die Jungs sich auf einem guten Weg befinden, dort den nächsten Schritt in ihr Leben zu machen. Was ich von mir aus sagen kann, wir haben heute alles reingeworfen. Wir haben 90 Minuten alles versucht, den Gegner so schwer das Leben zu machen, wie es geht. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit insbesondere sehr gut gelungen, dass der Gegner seine eigenen Stärken hat, steht außer Frage. Aber ich schaue jetzt mehr auf uns und kann mit dem Satz beenden, dass der Sport nicht immer gerecht ist. Das ist der pure Wille, auch der Glaube an die eigene Stärke. Und es passt einfach zu charakterlich zu der Mannschaft, zu jedem Einzelnen, dass wir jagen, dass wir pressen, dass wir einfach aktiv sein wollen. Ja? Und natürlich, dadurch, dass wir jetzt viele Fenster haben und nicht unbedingt die Quantität noch zum Nachwerfen, gehen natürlich manche schon auf dem Zahnfleisch. Deswegen doppelt wichtig, dass wir das hier heute noch ziehen konnten. Der BFC schafft es einmal mehr, in einem ausgeglichenen Spiel das Momentum auf seine Seite zu ziehen und verteidigt den Platz an der Tabellenspitze.